So sieht das aus, wenn euer Hund älter wird. Milan, komm! Der hat einfach keine Lust, spazieren zu gehen. Der bleibt da stehen. Wenn ich zurückkomme, also wir gehen nur kurz hier hoch, Pipi machen und so. Wenn ich zurückkomme, steht der immer noch da. Und dann kann ich ihn da wieder mitnehmen. Ja. Naja. Ja, frohes neues Jahr erstmal. Es ist der 1. Januar. Mir geht es nicht so gut. Irgendwie habe ich mich erkältet, glaube ich. Zusätzlich hat 2020 tatsächlich nochmal mit einem Paukenschlag geendet. Ich bin in die Hand gebissen worden. Sieht jetzt wieder deutlich besser aus. War ja, ein bisschen geblutet, war ein bisschen geschwollen. Ja, nichts Wildes. Also, aber halt unnötig, ne? Am 30.12. sich nochmal beißen zu lassen. Beim vorletzten Termin, den man im Jahr hatte. Also, das Jahr hätte eigentlich ohne Biss enden können, aber hat es nicht. Naja. Ja, und wie ihr seht, haben wir noch einen Gast. Der Rocky geht aber gleich nach Hause. Also heute noch, glaube ich. Ja. Der Milan hat sie immer noch nicht gezeigt, ey. Der steht jetzt bestimmt vor der Haustür. Oder sucht die Nachbarskatze. Da hast du dich ja weit bewegt. Blödmann. Weh, du hast jetzt beim Nachbarn irgendwo in den Garten gemacht. Blödmann. Rocky, da will ich nicht mit dir spielen. So. Guck mal, mit Rocky im Bild. Also. Was ist los, Rocky? Willst du nicht vor die Kamera? Bist du kamerascheu? Gut. Warum ich das Video gemacht habe oder was ich euch mitteilen wollte. Ab heute könnt ihr uns auch bei YouTube unterstützen. Mit einem ähnlichen Programm wie bei Patreon könnt ihr über die YouTube-Kanalmitgliedschaften auch einen kleinen Beitrag spenden, in Anführungsstrichen, und bekommt dafür gewisse Benefits. Unser Kanalmitgliedschaftenprogramm ist äquivalent zu Patreon. Also wer jetzt bei Patreon ist, muss nicht wechseln. Die Benefits sind die gleichen, die Preisstufen sind die gleichen, also oder der Betrag, den ihr spenden könnt und wollt. Ja, wir haben das gemacht, weil viele von euch gefragt haben, ob oder warum wir das nicht anbieten. Und ja, macht halt einfach Sinn, euch auch diese Möglichkeit zu geben. Also, wenn ihr Interesse habt, uns zu unterstützen, könnt ihr das jetzt auch über die Kanalmitgliedschaften tun. Und ja, jetzt werden wir dieses Wochenende noch so ein bisschen ruhiger machen, werden die ersten Online-Trainings machen, das wollte ich euch auch noch mitteilen. Am Samstag mache ich die ersten zwei Online-Trainings. Die werden nicht live stattfinden, ich will das erstmal zweimal so machen, werde die aber aufnehmen und euch dann zur Verfügung stellen, dass ihr da mal schauen könnt. Und wenn das gut klappt und wenn das gut ankommt und das ja eine sinnvoll machbare Alternative ist, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, das zu streamen jedes Mal. Da müssen wir mal schauen. Dann wird am Sonntag, habe ich ja eine Menge Termine, und ab Montag geht der Ernst des Lebens wieder los. Ab Montag bin ich dann direkt auch in der Huta nachmittags, und ab Montag wird es dann auch wieder Videos für euch geben. Wir fangen direkt mit einem Huta-Video an, und ja, dann schauen wir, dass wir im Laufe der Woche wieder ein paar TGH-Videos vorbereiten und letztlich auch den nächsten Rassecheck hochladen, zumindest, oder aber fertig machen. Der nächste Rassecheck ist erstmal der Boxer, dann kommt der Beagle und dann gehen wir auf die Schweizer Sennhunde ein, auf die verschiedenen Varianten, die wir da haben. So, jetzt wisst ihr, was dieses Jahr passiert. Ich wünsche euch ein schönes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2021 und hoffe, dass ihr uns weiterhin im Kanal bei YouTube ja, folgt und dass euch weiterhin unsere Inhalte, unser Content gefällt. So, das war's für heute. Ich bin jetzt raus. Ich muss nämlich so ein bisschen Wäsche zusammenlegen. Naja. So ist das. Das sammelt sich alles über die Weihnachtstage an. Ich bin raus. Ciao.